Hi, ich bin Alex. Ich bin wieder unterwegs mit meinem Roller. Hier hinter mir der Peugeot Satelles 500. Und ich bin in Mainz losgefahren und bin jetzt hier mitten im Odenwald. Diesmal geht es wieder Richtung Süden. Und zwar bin ich jetzt erstmal auf dem Weg Richtung Bayern. Und von dort aus soll es dann weitergehen Richtung Österreich. Und zwar geht's da in eine Sackgasse. Ich möchte also an München rum vorbei und dann Richtung Bad Tölz weiter, Lenggries weiter, dann an den Silfensteinspeicher und von dort aus weiter in die Eng. Und das ist ja eine Sackgasse, da geht's dann nicht mehr weiter, zum großen Ahornboden. Mein Roller wieder leicht bepackt. Ich versuche immer so wenig wie möglich mitzunehmen. Aber nachdem das Wetter durchwachsen werden soll, habe ich mir gedacht, ich lebe lieber noch einen Packsack extra mit, wo ich zur Not auch die Elektrogeräte und so weiter, alles was ich dabei habe, zum Handy aufladen, zum Filmen und so weiter, aus diesen Taschen raus tun kann, weil die sind nicht wasserdicht. Aber dieser Packsack, der ist definitiv wasserdicht. Und im Zweifelsfall muss ich dann halt einfach umpacken. Ja, was neu ist, ist hier die Beschriftung auf dem Roller. Alex 500 CCM. Könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen, wie ihr das findet? Findet es gut, findet es schlecht? Ist es euch egal? Jo. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt jetzt einfach mit Richtung Süden. Ich bin komplett nass. Ich habe keine Regensachen dabei und fahre gerade von einem Gewitter durch das andere Gewitter. Nachdem ich jetzt aus dem Regen wieder raus bin und hier direkt an der Straße eine Bankerl gefunden habe, hänge ich jetzt meine Sachen erst einmal auf zum Trocknen. Da hängt mein T-Shirt. Also man sieht hier, wo es hell ist, es ist trocken. Und wo es total dunkel ist, es ist nass. Lasse ich es einfach mal ein Viertelstündchen hängen und danach schaut es schon wieder besser aus. Mittlerweile hängt wirklich fast alles da. Hier meine Halstücher, mein Nierengurt, mein Vlies, Handschuhe und das schwarze langärmelige T-Shirt. Mittlerweile bin ich in Dachau angekommen und zwar ist hinter mir, das ihr seht, das Gebäude des Dachauer Schloss. Man kann hier rauffahren in die Altstadt von Dachau. Es ist wunderschön, alles Kopfsteinpflaster. Bisschen schwierig zu fahren mit dem Moped, aber macht nichts, muss man halt langsam machen. Und man hat von hier einen traumhaften Ausblick. Und so, wenn ich jetzt hier vom Schloss rüberschwenke, auf die andere Seite, hinter dieser kleinen Hecke, da werde ich jetzt gleich hingehen. Und von dort aus kann man bei schönem Wetter bis in die Berge sehen. Aber heute nicht ganz so weit, aber zumindest bis nach München. Von hier jetzt der Blick vom Dachauer Schloss Richtung München bzw. Richtung Berge. Wie gesagt, die Berge sieht man nicht so ganz. Aber hier das kleine Weiße hier oben ist die Allianz Arena. Von hier kann man es doch ganz gut erkennen, München mit seinem Fernsehturm. Und jetzt mitten im Bild ganz vorne die Allianz Arena. Hier in Dachau werde ich jetzt auch bleiben und werde hier übernachten. Morgen fahre ich dann um München herum. Nach 150 Kilometern müsste ich dann ungefähr in der Eng sein. Aber vorher fahre ich noch an sehr vielen schönen Stellen vorbei. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt und mitkommt. Bis morgen. Guten Morgen. Nach einer ziemlich schlaflosen Nacht, so ist es immer, wenn ich das erste Mal eine Nacht nur schlafe, fahre ich weiter. Wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten nach 6 und ich schaue, dass ich jetzt um München rumkomme, fahre dann bei Holzkirchen raus, Richtung Holzkirchen weiter, dann nach Bad Tölz
und von da aus weiter zum Silfensteinspeicher. Und dann, wie gesagt, geht's in die Eng bzw. zum großen Ahornboden. Ich fahre extra so früh los, weil in München ist die ganze 99, soweit ich weiß, Baustelle, also die Autobahn 99 Baustelle. Und da braucht man eh immer ziemlich lang, bis man da rumkommt. Sechs Uhr 17 haben wir jetzt. Los geht's.
Ja, damit bin ich am Ende meiner Tour angelangt. Von Mainz bis zum großen Ahornboden. Es ist einfach wieder traumhaft, hierher zu fahren. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich. Ansonsten macht's gut. Bis bald. Ciao, euer Alex.